Und damit herzlich willkommen zurück bei Zelda Tears of the Kingdom. Nachdem wir in der letzten Folge im Untergrund waren und festgestellt haben, wie riesig die Welt dort unten ist und das jetzt anscheinend unser Ziel ist, die Eiswelt. Ich bin noch gar nicht sicher, ob ich da wirklich hin möchte. Und da hinten auch, ja, guck mal, die Fahne weht immer noch. Naja, wir werden jedenfalls endlich über diese Brücke gehen. Gucken, was uns dort alles erwartet. Ja, die alten Ruinen. Es war damals sehr spannend im Schneegebirge, aber auch sehr heftig von den Gegnern. Und ja, mal gucken, ob es die richtige Wahl war. Ich glaube, ich habe damals beim ersten Mal Zelda spielen allerdings nicht in der Luftstadt angefangen. Ich habe tatsächlich in der Wasserwelt angefangen. Aber das jetzt noch hinkriegen, was hier von die Wasserwelt ist. Ich glaube, das ist die Wasserwelt. Genau, das ist das Reich, wo die Wasserleute leben. Da war damals so der erste Startpunkt. Ja. Dann ist das hier wahrscheinlich die Gerudo-Wüste, weil hier ist so gar nichts zu sehen. Das könnte die Wüste sein. Und dann wäre das hier oben die Lava-Welt. Wenn das noch so alles stimmt. Also wie gesagt, eigentlich wäre es hier eigentlich mit am einfachsten und am besten gewesen. Aber ja, und die Inseln hier konnte man immer schön Edelsteine farmen. So, aber bevor wir jetzt nur noch quatschen über alte vergangene Zeiten, kommt das Intro und wir gehen mal gucken. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet und ob wir einfach so über diese Brücke rüberkommen. Schon wieder sehr angeschlagen aussieht. Ich weiß, da unten kann man auch runter. Das war beim ersten Mal auf alle Fälle so gewesen. Und hier oben war irgendwo eine versteckte Fee, das weiß ich auch noch. Da unten haben wir einen Schrein. Wie geil. So, aber erstmal helfen wir dem armen Jungen hier. Glaube, so langsam kriege ich Übung da drin, das Zeug hier festzubasteln, ne? Das ist viel, viel einfacher. Eigentlich brauche ich das Ding hier nur reinschieben, sehe ich gerade. Oh, jetzt fällt es genau da drauf. Super. Gut, das kennen wir ja schon. Läuft doch, hä? So. Aber wie gesagt, die Gespräche schenken wir uns einfach mal, weil die kennen wir mittlerweile zur Genüge. Genau, 20 Rubine. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder ein leckeres Essen, oder? Schafkräuter-Reisbällchen, Kälteschutz, super. Und Übernachtungsgutschein.
Ah! Sehr schön. So, und jetzt gehen wir mal gucken, wer das hier vorne ist. Das sieht doch noch so im Orni aus. Heute wird trainiert. Ich werde ein großer Orni-Krieger. Oh, wer bist du denn? Hast du etwa mein inbrünstiges Selbstgespräch mitbekommen? Oh, ist das peinlich. Sag mir, willst du auch ein großer Krieger werden? Wenn wir Orni-Monster bekämpfen, nutzen wir die Macht des Windes. Und genau das trainiere ich hier jeden Tag mit voller Motivation. Willst du wissen, wie mein Trainingsprogramm aussieht? Ich wette, du bist neugierig geworden. Ich verwende meine fabelhaften Flügel, um die mir entgegenkatapultierten Objekte umkehren zu lassen. Na, willst du es auch einmal versuchen? Natürlich. Aha, ich habe es mir gleich an der Nasenspitze dir angesehen. Dann erkläre ich dir mal, wie es funktioniert. Siehst du diesen schicken Turm dort drüben? Den habe ich erfunden. Der wackere Geselle dort heißt Tabult. Er arbeitet für mich. Tabult wird gleich Objekte auf dich abfeuern. Wehre sie so ab, dass sie umkehren und in den Korb fliegen. Insgesamt werden 12 Objekte auf dich zufliegen. Versenkst du ein grünes, erhältst du einen Punkt. Ein Treffer mit einem roten bringt dir 3 Punkte ein. Für einen flügellosen Hylianer wie dich wird es sicher nicht leicht. Du darfst aber alle dir zur Verfügung stehenden Werkzeuge oder Fähigkeiten verwenden, damit die Objekte umkehren. Ich zahle Tabult 20 Rubine pro Einsatz. Die müsstest du dann übernehmen. Also, kannst du die Objekte umkehren lassen? Ja, es wäre lustig, aber ich müsste mir erstmal ein... Müsste mir erstmal so ein Fächer bauen hierfür. Edelwild. Cool. Stimmt, hier gab es Wölfe. So, den Knochen haben wir zerbrochen. Jetzt lass mich noch mal gucken. Ich habe doch... Das ist ein Gleiter, das ist klar. Das könnte funktionieren. Bräuchte eine Waffe und dann müsste ich mir so einen Ventilator dran bauen. Ich habe 13 Ventilatoren. Ich brauche noch eine Waffe. Eine neue nach Möglichkeit.
Eine gute. So, das könnte funktionieren. Jetzt sag nicht, das Sonobortal hat sich aufgelöst hier. Oh, Menno. Hat sich ernsthaft der Ventilator in Luft aufgelöst? Okay, Ventilator Nummer 2 auf dem Boden. So, mit dem Ding habe ich jetzt, glaube ich, eine Chance, die Sachen zurückzuschleudern. So, jetzt bin ich mal echt gespannt, ob das funktioniert, was ich vorhab. Dann geht es jetzt los. Aufgepasst. Ich kann's kaum erwarten. Mach dich auf was gefasst. Funktionieren. Na okay, der hat ja mal so überhaupt nicht geklappt. Ja, er ist ins Schwitzen gekommen. Also, mit dem Ventilator klappte schon mal nicht. Okay, zweiter Versuch. Hey! Oh. Neuer Rekord. Angehalten. Der wäre mir fast weggerutscht. Hüpf.
Okay, ein verpasst. Schade. Naja, aber ich fand das schon mal beeindruckend. Zwei sind nur runtergefallen. Neuer Rekord. 16 Punkte. Das waren alle. Na, habe ich euch beeindruckt? Das ist ein neuer Rekord. Alle Achtung, ein gutes Ergebnis, ein großer Krieger. Ich habe Hylianna wohl unterschätzt. Das war schon eine starke Vorstellung, die du da abgeliefert hast. Dafür hast du dir diese Belohnung hier verdient. Bitte nimm. Hey, ich habe 10 Rubine plus gemacht. Ein Spurtpfeilchen, okay. Ob sich das dafür lohnt, hier abzurutschen, ich weiß ja nicht. So, dann mal weiter, Snowflake. Oh, der Weg ist weit hier durch, würde ich sagen. Mal gucken, was alles auf uns zukommt. Beim letzten Mal war das hier echt ein übler Weg. Aber ich nehme auf alle Fälle jedes Chili mit, was mir begegnet. Weil ganz ehrlich, die Chilis brauche ich. Wegen der zu erwartenden Kälte. So. Hoffentlich sind das jetzt mal welche, die man gut besiegen kann. Denke mal, das haben wir ganz gut hingekriegt jetzt. Das sieht echt gut aus. Thank you.
Hup.
Oh.